Der Lebensmittelkonzern Ferrero ruft wegen Salmonellenverdacht jetzt auch in Deutschland zahlreiche Süßwaren zurück. Betroffen sind unter anderem Überraschungseier mit unterschiedlichen Mindesthaltbarkeitsdaten. Bislang hat es europaweit mehr als 100 Fälle von Salmonellenerkrankungen gegeben, die möglicherweise in Zusammenhang mit Waren der Ferrero-Marke Kinder stehen. Wenn Sie die gegessen haben, besteht kein Grund zur Panik, weil es glücklicherweise nicht bei allen zu einer Salmonellenerkrankung kommt. Es gibt aber Risikogruppen: Kinder, Schwangere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Die meisten festgestellten Salmonellenerkrankungen betrafen Kinder unter 10 Jahren. Mittlerweile befassen sich auch die EU-Behörden für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit dem Fall.